Ja, hallo meine Liebe. Das heutige Video ist richtig für dich, wenn du eine Popsängerin bist, eine Belterin, die viel Pop singt, viel beltet und eigentlich relativ wenig Gebrauch von ihrer Kopfstimme macht. Und jetzt denkst du vielleicht, weshalb ein Kopfstimm einsingen, wenn ich ja doch fast immer Bruststimme singe oder belte? Gerade dann ist es besonders wichtig, weil Brust- und Kopfstimme sind vereinfacht gesagt wie zwei Muskelsysteme, die zusammenarbeiten. Es ist sehr wichtig, dass die koordiniert zusammenarbeiten. Das heißt, jede Sängerin, die sehr viel von ihrer Bruststimme Gebrauch macht, sollte auch jeden Tag ein paar Minuten ihre Kopfstimme trainieren. Und jede Sängerin, die sehr viel in ihrer Kopfstimme singt, sollte auch unbedingt ihre Bruststimme trainieren als Ausgleichstraining. Das ist wie ein Fußballer, obwohl der vor allem seine Beine braucht, vernachlässigt ihr seinen Oberkörper auch nicht, weil der Körper ist ein Ganzes. Das sieht man ja manchmal so bei den Männern im Fitnessstudio, die nur ihren Oberkörper trainieren und dann so ganz dünne Beinchen haben. Es gibt ja diese witzigen Videos auch, Don't Forget Your Leg Day. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele Frauen, die wirklich nur ihre Beine, ihren Po trainieren und nicht den Oberkörper. Aber es ist wichtig, dass das alles ja, ausgeglichen ist. Deshalb, also wenn du eine Popsängerin bist, wenn du eine Belterin bist, dann widme wirklich deiner Kopfstimme sicher jeden Tag so 5 Minuten oder so, dass du die nicht vernachlässigst, weil es ist auch super wichtig für deine Belting-Stimme, weil auch in der Bruststimme, auch in der Belting-Stimme hat es immer einen gewissen Anteil an Kopfstimme drin. Und das ist auch wichtig da für deinen Klang, dass deine Belting-Stimme schön weich klingt, dass deine Stimme flexibel bleibt und so weiter. Dieses Video wurde inspiriert von einer Schülerin, die gesagt hat, ah, ich weiß gar nicht, wie das geht. Habe ich gesagt, okay, ich mache ein YouTube-Video für dich, wo du wirklich so ein paar Minuten einfach jeden Tag dich deiner Kopfstimme widmen kannst. Und ja, das wäre auch eins für dich, falls du nicht so weißt, was du mit deiner Kopfstimme machen sollst. Was du natürlich auch machen kannst, ist, dass wenn du nicht so Lust auf Übungen hast, dass du jeden Tag oder einfach immer, wenn du singst, als Ausgleich zu deinen Belting-Songs irgendeinen Kopfstimmsong nimmst. Das sei das irgendwie von Birdie, von Billie Eilish, von irgendjemand, der Kopfstimme singt. Okay, wir beginnen zuerst mit Lippenflattern, weil gerade wenn du nicht zu Kopfstimmen gewöhnt bist, das Lippenflattern, das bringt dich da mal einfach, ja, da musst du gar nicht so dran denken, wenn wir jetzt genug hoch anfangen. Das fühlt sich gar nicht nach Kopfstimme an. So bringe ich es auf die Reihe. Also, wenn du Lippenflattern nicht kennst, dann schau doch zuerst meine Lippenflattern-Videos an. Du kannst die Fingerspitzen dahin halten, wo deine Zahnreihen zusammenkommen, dann ein bisschen deine Wangen nach oben stoßen und der Impuls kommt aus dem Unterbauch. Wir machen einzelne. Sehr wenig Luftdruck. Was es schon gut geht, kannst du es jetzt zusammenhängen, Legato. Wie gesagt, in der Kopfstimme ist die Gefahr, beim Lippenflattern ist die Gefahr relativ klein, dass du eigentlich was in der Bruststimme durchdrückst. Die nächste Übung ist eine Summübung, so als würdest du so sagen, so, lecker, also auch eher auf der hohen, kopfstimmigen Seite, mach das gleich ein paar Mal. Jetzt kannst du dir vorstellen, du siehst so ein leckeres Buffet und du machst so. Wir bleiben gleich nochmal bei einem Dreiklang und du kannst in der Kopfstimme in diesem leckeren Gefühl auf so fein. Falls es eng wird, intern ein bisschen öffnen. Also so das Mundinnere darstellen. Ne?
ganz leicht. Noch einen letzten. Wir bleiben bei der gleichen Übungsfolge, aber nehmen jetzt nun das Wort you, also wie Englisch du, und singen ganz zärtlich you. Weshalb zärtlich, dass ich nicht irgendwie in die Versuchung komme, you, mich da irgendwie in der Brustschirme durchzudrücken, sondern ganz zärtliches, sanftes you. Immer noch öffnen auf den obersten, schön fließend. Wenn ich festhalte, passiert das, wir wollen lösen. Dein Kiefer hängt einfach schön locker. Auch ein bisschen Emotionen reinnehmen. Du! Also lieber in diese Emotionen gehen, als denken, oh, jetzt wird es hoch. Jetzt machen wir die sogenannte Geistli-Übung. Kannst du dir vorstellen, bist du ein kleines Geistchen auf einer Geisterbahn und erstreckst die Leute. Du darfst sehr gerne auch diese Bewegung machen, weil es auch hilft für die Spannung. Du machst. Es ist einfach eine Quinte glissando, aber jetzt. Dafür im Popgesang wird die Kopfstimme sehr, sehr häufig wirklich sehr luftig eingesetzt. Also gerade Billie Eilish ist ein Beispiel, immer super viel Luft auf der Kopfstimme. Und das kann man als Effekt absolut auch verwenden, aber es ist gut, wenn du beides kannst. Also wenn du deine Kopfstimme luftig verwenden kannst und wenn du sie aber auch klar verwenden kannst. Jetzt, da es im Popgesang die Kopfstimme eher selten klar verwendet wird, fühlt sich das für viele auch ein bisschen klassisch an. Also da darfst du dich auch ein bisschen klassisch fühlen, einfach weil es dir hilft für den Stimmlippenschluss. Das heißt nicht, dass du nachher so singen musst, aber dass du beides könntest. Hä? Also wir machen diese Übung extra so, dass du immer einmal machst du es luftig. Ich nenne das auch körperlos, also kannst du mit relativ wenig Spannung arbeiten. Und dann nehmen wir viel mehr Spannung dazu. Nicht mehr Druck, Spannung. Hä? Ich mache es mal vor. Du kannst in einer ganz luftigen, poppigen Kopfstimme machst du. Bitte hörst du eingesetzt im Pop. Und jetzt, als würde ich eine Spinne sehen, mache ich. Jetzt wichtig, wir sind nicht bei einer Belting-Übung. Das heißt, du machst nicht. Na, nicht, dass du da beltest, sondern denke eher so, oh, klassische Gesangsstunde. Ja? Wir machen noch einen. Das wird zuerst luftig. Dann denkst du klassische Gesangsstunde oder eine Spinne oder Körperspannung. Eher ziehen, das Drücken. Luftige Kopfstimme. Dann ziehen, spannen. Wirklich nicht drücken, zieh rein. Ha? Luftige Kopfstimme. Spannen. Wieder luftige Kopfstimme. Spannen, ziehen.
luftige Kopfstimme. Mit Spannung. Und selbst wenn du diesen Sound jetzt nie in einem Lied verwendest, ist es trotzdem wichtig, dass eben deine Stimmlippen da auch schließen können. Denk dir es wirklich einfach als Trainingsübung. Okay, wir bleiben gleich bei I und immer noch so ein bisschen dieses Spinnengefühl, dieses Gefühl von klassischer Gesangsstunde. Als würdest du was ziehen. Jetzt schau mal meinen Mund an. Was ich nicht mache, ist nicht das da, sondern du bleibst schön locker. Kiefer hängt schön. Als würdest du ein Gummiband ziehen. Noch mal die luftige Popstimme. Wie gesagt, so wird es ja sehr häufig eingesetzt im Pop. Jetzt, falls du merkst, dass das mit der klaren, metallischeren, stärkeren Kopfstimme, das fällt dir schwer, machen wir eine Übung, wo wir zuerst die Übung Staccato machen und dann Legato. Weil beim Staccato machen wir das nur kurz, dass du das mal wie spürst. Wichtig ist, dass du da nicht ein hörbares, stimmhaftes drauf hast, sondern wirklich dieses nur so der Impuls vom Unterbauch ist, dass du machst. Ich sage immer so wie ein Lachanfall. Machst du mal. Und jetzt, wenn wir es Legato machen, verbinden wieder dieses Ziehgefühl. Und als Abschluss machen wir es mal extra so in dieser poppigen Stimme von, dass du den Unterschied spürst. Wir beginnen Staccato, kleiner Lachanfall, Impuls aus dem Unterbauch. Hi, 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 hi. Nochmal, das war jetzt nicht so schön. Hi, 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 hi. Dann Legato. Hi, hi, hi. Dann luftige Popkopfstimme. Hi, hi, hi. Staccato, kleiner Lachanfall, Impuls aus dem Unterbauch. Hi, 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 hi. Dieser Höhe lassen wir jetzt das Luftige weg. Wir machen nur immer Staccato, Legato, Staccato, Legato. Mach's nochmal falsch vor, dass du nicht Luft auf der Stimme hast, wenn du dieses H machst. Sondern Impuls ist vom Unterbauch. Kannst du auch so eine Ballbewegung machen. Ballbewegung. Und wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, hey, die macht ja klassische Übungen, nicht Popgesang, die klingen wirklich ein bisschen klassischer, weil man halt diesen Sound sehr selten im Popgesang verwendet oder eigentlich fast nie. Aber es ist wichtig für deine Stimmgesundheit, für deine Flexibilität, für deine Ausgeglichenheit. Die letzte Übung nehme ich extra auf Italienisch, dass du dich so richtig als klassische Sängerin fühlen kannst, dass du auch wie mehr in dieses Gefühl kommst, weil das fühlt sich ja manchmal ein bisschen komisch an, wenn man eher so dieses
diese luftige Kopfstimme gewohnt ist und das Belten. Also jetzt kannst du wirklich so, ja, machst du mal eine klassische Sängerin nach. Fühl die innere Operndiva in dir. Mio amore. Ja? Mio amore. Denk wirklich auch voller Liebe an deinen Amore. Mio amore. Mio amore. Mio amore. Auch hier ist wichtig, dass du nicht festhältst. Ich mache es immer falsch vor, dass du nicht Mio amore hier festhältst. Und Mio amore. Dass du schön locker bleibst. Mio amore. Wenn du magst, kannst du auch wieder dieses Gefühl von nach innen, hast du ja nicht drückst, falls diese hohe Lage nicht so die gewohnte Lage für dich ist. Mio amore, mio amore, ganz verliebt. Mio amore, mio amore. Mio amore, ganz verliebt denkst du an ihn. Mio amore, mio amore. Mio amore. Mio amore, mio amore. Mio amore. Wir gehen wieder ganz tonweise runter. Mio Ich hoffe wirklich sehr, dass du deine Kopfstimme nicht vernachlässigst. Wie gesagt, ich erlebe das häufig bei Popsängerinnen, bei Belterinnen oder manchmal auch gerade bei Sängerinnen, die sehr lange in der Kopfstimme gesungen haben und dann entdecken sie das Belting und sind so begeistert vom Belten, dass sie nur noch belten wollen. Also wie gesagt, schaff diesen Ausgleich entweder durch deine Songs, dass du neben deinen Belting-Songs auch immer wieder Kopfstimm-Songs nimmst, seien das zum Beispiel klassische Lieder oder seien das auch Pop-Songs in der Kopfstimme. Oder mach wirklich jedes Mal, wenn du eine Übungssession hast, mach ein paar Minuten Kopfstimme. Deine Stimme wird es dir danken. Ich freue mich darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn dir das Video geholfen hat, gib mir doch einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!